Hallo und herzlich willkommen bei Tista Tech. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute in dem Video geht es darum, einen Computer aufzurüsten, um genau zu sein, den Prozessor davon. Dafür habe ich mir den AMD Ryzen 7 3700X gekauft. Und in diesem Video möchte ich euch wie immer ganz einfach erklären, Schritt für Schritt, wie man das macht und was dabei zu beachten ist. Technik einfach erklärt. Viel Spaß bei Tista Tech. Ja, heute soll es darum gehen, meinen Computer aufzurüsten. Warum, kann man sich natürlich jetzt so die Frage stellen überhaupt. In meinem Fall ist es so, ich bin jetzt für YouTube und mit der Drohne komplett auf 4K-Video umgestiegen. Das heißt also, ja, das hochauflösende Video, was es heutzutage gibt. Hinter mir seht ihr auch einen riesen Fernseher und die sind ja alle 4K-fähig mittlerweile. Und dafür das Videomaterial sozusagen zu erstellen, braucht man natürlich auch 4K-Kameras. Die Drohne kann das, die DJI Mavic Air 2. Und auch die Kamera, in die ich hier gerade reinspreche, kann das auch. Das ist eine Sony Alpha 6100 und die habe ich mir halt extra jetzt auch für YouTube angeschafft. Womit ich nicht so ganz ehrlicherweise gesagt gerechnet habe oder etwas unterschätzt habe, ist, natürlich schneide ich meine Videos und die müssen auch am Computer bearbeitet werden. Und das ist mit diesem Videomaterial doch schon eine Herausforderung für den Computer, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich hatte schon einen guten Computer. Es ist nicht so, dass ich da jetzt die letzte Gurke hatte. Ich war da schon relativ, ne, also technisch interessiert natürlich. Tista Tech, ich meine völlig klar, ich habe einen guten Rechner gehabt. Aber bei 4K-Videomaterial im Schnitt ist meine CPU halt voll ans Limit gekommen. Ich habe bisher gehabt den Ryzen 5 2600. Das ist eine 6-Kern-CPU. Also hier sind im Prinzip schon 6 einzelne CPU-Kerne drin gewesen. Und trotzdem reicht das nicht. Also bei Computern ist halt immer Luft nach oben sozusagen. Und das, was ich heute mit euch machen will, ist eben upgraden auf einen AMD Ryzen 7. Und der hat jetzt schon 8 Kerne und hat auch eine höhere Taktrate. Und in Summe steigt die Leistung von dem Prozessor so ungefähr um 40%. Und davon verspreche ich mir eben, dass ich das Videomaterial für YouTube jetzt und mit der Drohne einfach besser bearbeiten kann, sodass mein Rechner da einfach nicht völlig überfordert ist. Ja, und dazu werden wir das jetzt gemeinsam hier machen. Ich werde euch Schritt für Schritt in dem Video zeigen, was man nacheinander dafür tun muss, so dass man eben diese alte CPU hier aus dem Computer quasi rausbekommt und die neue rein und so, dass dann hinterher auch alles funktioniert. Und ja, wenn euch das interessiert und wenn ihr wissen wollt, wie man das macht oder es dann eben vielleicht auch mal selber machen wollt, dann bleibt dran, hier kommt der Umbau. Als erstes ist es sehr wichtig, dass der Rechner keine Spannung mehr hat. Dazu ziehen wir den Netzstecker und schalten den Mikroschalter am Netzteil auf aus. Als nächstes können wir die 4 Schrauben vom Gehäuse lösen. Nun können wir den Rechner öffnen und kommen an die Komponenten heran. Um an den Prozessor heranzukommen, müssen wir als erstes den Kühler demontieren. Dazu gibt es auf der Rückseite 4 Befestigungsschrauben, die wir mit dem Schraubendreher lösen müssen. Vorher ist es allerdings sehr wichtig, dass wir den Stecker auf dem Mainboard von dem Lüfter ausstecken. Dies kann manchmal ein bisschen fummelig sein, aber mit ein bisschen Geduld ist das kein Problem.
Nun können wir auf der einen Seite den Kühler festhalten mit der Hand und mit der anderen Hand lösen wir die vier Schrauben. Hier sehen wir nun den Prozessor und die vier Befestigungsschrauben von der anderen Seite, auf denen der Kühler saß. Um den Prozessor herauszubekommen, müssen wir den Arretierungshebel lösen und ganz nach hinten drücken. Dadurch löst sich der Prozessor von seinem Sockel. Jetzt können wir den neuen Prozessor auspacken. Da ist das gute Stück. Natürlich vorsichtig arbeiten und mit sauberen Händen ist ein sehr empfindliches Teil. Der CPU ist mit einem Punkt auf dieser Seite und auf der anderen Seite mit einer kleinen Ecke gekennzeichnet. Das ist eine ganz wichtige Ecke, weil die gibt es auch am Mainboard und das muss aufeinander passen, sonst passt die CPU nicht rein. Das bedeutet also, die CPU passt nur in eine Richtung und muss ganz leicht einzusetzen gehen. Anschließend können wir den Arretierungshebel wieder herunterdrücken. Nun säubere ich hier einmal den Kühler von der alten Wärmeleitpaste, so dass wir anschließend neue Wärmeleitpaste auftragen können. Wärmeleitpaste ist super wichtig. Die dürft ihr nicht weglassen und da müsst ihr auch sauber arbeiten. Die dient einfach dazu, Unebenheiten quasi auszugleichen von den beiden Metallflächen und eine optimale Verbindung zwischen den beiden Komponenten herzustellen. Wie der Name eben auch schon sagt, Wärmeleitpaste. Das heißt, die leitet die Wärme ab. Ganz wichtiger Schritt. Von der Wärmeleitpaste trage ich ungefähr fingernagelgroß eine Menge direkt auf den Prozessor auf. Und anschließend drücke ich den Kühler gegen diese Flächen und dadurch verteilt sich die Wärmeleitpaste dann optimal. Nun können wir den Kühler wieder festschrauben. Ganz wichtig zum Schluss den Stecker vom Lüfter auf dem Mainboard wieder einstecken. So, nun können wir den Rechner auch das allererste Mal wieder starten. Dazu gehen wir als erstes in das BIOS. Das erreicht ihr entweder indem ihr die Entfernen-Taste auf der Tastatur gedrückt haltet oder die F2-Taste. Anschließend guckt ihr bitte einmal bei euch in den Einstellungen. Meistens ist das unter Hardware-Monitor. Ob die CPU-Temperatur konstant bleibt, beziehungsweise auch ob die CPU-Fan, das ist der Lüfter, sich dreht. Das sieht man hier in diesem Fall mit der RPM-Angabe. Das bedeutet, dass der Lüfter sich eben dreht. RPM steht für Rotation per Minute. Wie ihr hier gesehen habt, hat der CPU konstant ungefähr 30 Grad. Und der Lüfter dreht sich auch. Das könnt ihr auch gerne noch einmal physisch kontrollieren, also den Rechner mit offenen Klappen vor euch stellen und wirklich einmal gucken, ob sich der Lüfter dreht. Das ist super wichtig, weil ich sage mal, beim Prozessorumbau kann man nicht viel falsch machen, aber das, was falsch laufen kann, ist, dass die Temperatur vom Prozessor zu hoch wird, weil man irgendeinen Fehler gemacht hat bei der Kühlermontage oder zum Beispiel auch bei der Wärmeleitpaste. Deswegen ist dieser Schritt sehr wichtig. So, nun können wir das BIOS verlassen, klicken auf Save and Exit und wählen anschließend Save Changes and Reboot. Ja, in meinem Fall hat alles wunderbar geklappt und man sieht jetzt hier, wie Windows startet und somit läuft der neue Rechner jetzt, wie er soll. Und ja, ich bin froh, dass alles beim ersten Mal geklappt hat.
ja, das hat doch wunderbar geklappt. Jetzt habe ich einen neuen Prozessor und kann endlich mein 4K-Videomaterial vernünftig bearbeiten. Das ist auch ein gutes Stichwort. Wenn euch das Thema Drohne oder allgemein Videografie, 4K-Videos und Videoschnitt allgemein interessiert, seid ihr auf meinem Kanal genau richtig. Guckt mal, was ihr da so findet. Im Moment habe ich sehr viel zum Thema Drohne, weil ich die neu habe. Und das war für mich auch unter anderem der Grund, den Rechner aufzurüsten. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr reinschaut. Bis bald. Ciao.